Seit Jahrzehnten gibt es Chemie- und Physikbaukästen mit nicht ganz ungefährlichen Experimenten für Kinder und Jugendliche. Es sollen bei Experimenten schon ganze Küchen und Kinderzimmer durch Brände und Verpuffungen verwüstet worden sein. Trotzdem, der Chemiebaukasten erfreut sich weiterhin einer gewissen Beliebtheit. Zu einer Zeit, es waren die 1950er Jahre, sah man in der Atomkraft die Zukunft. Der Bikini kam in Mode durch die Atombombenversuche am Bikini-Atoll. Ford stellte den Ford Nucleon vor und bald würde man mit Atomkraft zu den Sternen reisen. Alles war möglich. Auch Modelldampfmaschinenbauer Velasco stellte sein Atomkraftwerk vor, allerdings mit Haushaltsstrom betrieben. Eine andere Sache war der Atombaukasten des US-amerikanischen Spielzeugherstellers Alfred Gilbert. This is the real thing, würde der Amerikaner sagen. Neben einer Plasmakammer, einem Geigerzähler und einem Atommodell aus Plastik enthielt der Baukasten echtes Uran. Stolz als Qualitätsprodukt aus Colorado deklariert. Der Atombaukasten war ein kommerzieller Misserfolg. Nicht wegen seinen Uranelementen. Da machte sich 1951 keiner Sorgen drum, sondern weil die Experimente zu kompliziert waren. Am Ende wurden wenige hundert Stück verkauft. Auch die Columbia University in New York kaufte ein paar Exemplare. Der Atombaukasten führt die Toplist der gefährlichsten Kinderspielzeuge an. War ein Produkt einer Zeit, lange vor Tschernobyl, als man das Spielen mit Uran etwas entspannter sah.